Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Bericht vom Brett. Heute mit Star Wars The Clone Wars mit Pandemiesystem. Also anders ausgedrückt, ein weiteres Pandemiespiel, davon gibt es ja mittlerweile Versionen wie Sand am Meer. Wer es gar nicht kennt, Pandemie ist schon ein sehr altes Spiel mit einem sehr netten System. Ich glaube 2018 ist die 10 Jahre Jubiläumsausgabe in Deutsch erschienen. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie alt dieses Spiel ist. Aber es ist ein ganz schönes Spiel. Ich persönlich spiele mittlerweile lieber die Legacy-Spiele, weil, ich sag mal so, Pandemie an sich ist mir ein bisschen zu flach geworden. Für Einsteiger auf jeden Fall super. Es gibt auch totale Fans, die wahrscheinlich fast jede Version davon haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die behalte. Aber eins ist klar, auch wenn das hier Lizenzware ist mit Star Wars-Thema, es ist ein Pandemiespiel. Jeder, der das kennt, wird das sofort erkennen. Und wer das noch nicht kennt, für den ist das halt ein super schönes Star Wars Spiel. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, spielt es ja hier in The Clone Wars. Da gibt es ja eine animierte Serie zu. Und die Flufftexte hier auf den Karten, die beziehen sich auch auf bestimmte Folgen aus dieser Serie. Also wer die guckt, der hat quasi eine Mini-Story noch in dem Spiel. Ja. Was ist hier denn mal anders zum Pandemie? Was mir als erstes aufgefallen ist, und ich habe mich am Anfang auch ein bisschen schwer mit diesem Spiel getan, ist, bei Original-Pandemie hat man ja auch Ortskarten, wie hier auch, aber die Bewegung erfolgt über die Ortskarten. Dieses System habe ich schon immer gemocht. Entweder man ist auf dem Ort hier zum Beispiel und hat die Karte davon, dann durfte man sich dort an jeglichen Ort bewegen. Oder wenn man irgendwo war und diese Ortskarte hatte, konnte man sich zu diesem Ort bewegen. Ne, da musste man auch zur Bekämpfung der Seuchen wiederum noch diese Labore oder was das war bauen. Also hier ist alles etwas leicht zugänglicher als Originalpandemie, aber im Prinzip mehr oder weniger dasselbe. Also da finde ich, das hält sich so ungefähr die Waage. Worum geht es denn hier? Also statt gegen Seuchen spielt man hier gegen 4 mögliche Gegner. So, wollen wir nicht zu viel spoilern. Wird empfohlen, gegen Asajj Ventress als erstes zu spielen, weil es die einfachste ist und unkomplizierteste eigentlich. Die Schurken kommen jeweils mit einem Stapel von 6 Karten. Kommt ein bisschen wenig vor, aber passt schon. Dann, es ist nicht beschrieben in den Regeln, dass die wirklich aufsteigend dort in den Regeln sortiert sind. Und mein persönliches Empfinden ist, dass wer als letztes steht, Count Dooku, und obwohl er noch ein paar mehr mit von denen hier auf den Spielplan bringt, das haben wir schon mal gespoilert, sorry, fand ich ihn auch nicht so schwierig. Den haben wir zu zweit und solo habe ich den in der ersten Partie besiegt. Was natürlich daran liegen kann, dass das Ganze hier auch zwar strategisches Spiel ist, wo man sich um gewisse Dinge kümmern muss. Aber es hatte auch durch das Kartenziehen und Kartenmischen einen gewissen Glücksfaktor. Deswegen können Partien unterschiedlich sein. Die Schwierigkeit in diesem Spiel bestimmt man wiederum über diese Missionskarten. Weil hier muss man immer, bevor man so einen Endgegner bekämpfen darf, richtig, also ihn endgültig vom Platz hauen, das ist halt die Hauptaufgabe, muss man vorher, je nach Schwierigkeitsgrad, eine bestimmte Anzahl Aufgaben erfüllen. Ich glaube, einfach waren es 3, normal waren 4. Da habe ich mittlerweile auch alle besiegt drauf, deswegen bin ich gerade auf 5. Ich habe auch gerade Asajj hier mit 5 besiegt, war aber auch relativ knapp. Weil je nachdem, wie die Karten kommen, man zieht, kann man hier ganz schnell unten sein, dass das Spiel halt vorbei ist, die einzige Verlierbedingung. So viel auch wieder die Parallele zum Original-Pandemie. Es gibt auch wieder einen Invasionskartenstapel. Je nachdem, wo gerade der Track ist, muss man halt die gewisse Menge an Karten ziehen, wie dort oben steht. Macht es halt immer gefährlicher. Was wieder anders ist, ist, bei Pandemie war ja, hast du 3 Würfel dort, kommt ein 4. hinzu, gibt es einen Ausbruch, der dafür sorgt, also der 4. kommt nicht dazu, dass ringsrum überall einer dazukommt. Deswegen ist Pandemie auch ein herrliches Spiel, um Kindern exponentielles Wachstum beizubringen. Da sehen die nämlich, wie schlimm es ist, wenn diese Sachen, die sich unendlich vergrößern, sozusagen schlecht sind.
Wenn man natürlich gute Dinge so exponentiell wachsen lassen könnte, wäre das ja auch nicht schlecht. Ja, aber statt dass da jetzt diese Explosion stattfindet, kommt dann so eine Blockade rein. Davon gibt es auch nur 3 im Spiel. Kann man keine mehr setzen, geht auch der hier vorweg. Und die einfachen Soldaten hier, die Droiden, haben halt eine Stärke von 1. Die Endgegner haben zumindest vorübergehend, auf der Rückseite kann was anderes sein, das will ich jetzt noch nicht zeigen, dann möchte ich die Leute, die es nicht sehen wollen, wollte ich diesmal auch nicht, wollte ich nicht spoilern, weil ich habe auch schön nicht auf die Rückseiten geguckt, habe die der Reihe nach gespielt, mir die gar nicht richtig vorher angeguckt, dann hat man auch so ein richtiges Entdeckerlebnis bei diesem Spiel. Man fragt 4 verschiedene Gegner. Ja, 1, ne, der hätte 3, ja, normal ist 3, er hier netterweise nur 2, wenn er kommt, er bringt aber sie und ihn mit, die dann auch 2 Stärke haben. Aber keine Angst, die bringen nicht auch noch ihre Decks mit, die bewegen sich nur ein bisschen und nerven halt. Und diese Blockaden, auf jeden Fall muss man die immer zuerst angreifen, dafür gibt es hier auch diese schönen Übersichtskarten, die man schon nach kurzer Zeit eigentlich nicht mehr braucht, was man alles im Zug machen kann und auf der Rückseite erstens Blockade, dann haben wir es ja. Mission, nee, man darf gar nichts, also man kann auf nichts einwirken, die Blockade muss halt zuerst bekämpft werden. Na, mit Stärke 2 kommt die dann runter. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Schurken und ihren Stapeln, nehmen wir mal, weil es ja so bekannt ist, sie, also ne, man zieht dann eine Karte, dann steht da, ist sie auf dem Spielplan, macht sie das, ist sie nicht auf dem Spielplan, passiert das. Und in jedem dieser Schurkenstapel ist irgendwo Planet unter Beschuss, das ist die, ich glaube, Epidemiekarte hieß sie dann, wo es dann zum Ausbruch kommt. Das ist wie im Grundspiel gehabt, man zieht die unterste Karte vom Invasionsstarten will, guckt, welcher Planet ist das, hier auch sehr lobenswert gemacht. Also wenn man es ein paar Mal gespielt hat, ist wie bei Pandemie, dann weiß man, wo die Orte sind, oder zumindest ungefähr, und sucht nicht so ewig. Aber hier sehr einsteigerfreundlich, hier unten rechts ist es, und da kämen jetzt eben 3 Figuren hin. Dann wird die Karte abgelegt auf den restlichen Ablagestapel, der hoffentlich schon sehr groß ist. Je kleiner er ist, desto gefährlicher. Also wenn die 6 Karten durch sind und man die dann schon wieder als erstes zieht, dann wird das Spiel halt schwieriger. Und dann muss man eben so viele Karten noch ziehen, wie dort oben wieder angegeben ist. Am Anfang halt nur 2. Dann guckt man dahin und da kommt dann wieder jeweils eine Figur hin. Nabu wäre hier. Kamino ist da, ich kann das auch schon ganz gut. Und sollten eben schon wieder 2 hier sein, dann gibt es halt schon wieder keinen Ausbruch, aber eine Blockade und die Bedrohung steigt. Genauso sind diese Figuren begrenzt. Sollte man mal eine setzen müssen und hat keine mehr, steigt die Bedrohung. Netterweise, normalerweise, wenn Kartenstapel hier irgendwie alle sind, passiert, glaube ich, nichts Schlimmes. Die werden einfach neu gemischt. Alle weghören. Ich erkläre jetzt noch mal ein bisschen näher die Gegner. Also wie gesagt, erst muss man seine gewisse Anzahl Missionen erfüllen. Ne, wenn am Anfang, ich habe jetzt schon mal 5 hier hingelegt. Orange kommt nach Onderon. Na, ich habe es ja ein bisschen voll gemacht. Das wäre hier. Kommt der Missionsmarker hin. Und Katz und Maus Christophs ist hier. Das sind also die ersten Missionen, die man erfüllen muss, bevor man dann diese Karte umdreht und den Endkampf sozusagen auslöst. Sobald man die dann besiegt hat, hat man auch direkt gewonnen. Das kommt also oben auf ihren Kartenstapel, zur Erinnerung. Und bevor man zieht, guckt man, ist sie gerade auf einem Missionsplaneten, also da, wo so ein Stein liegt. Und wenn ja, erhöht sich schon wieder die Bedrohung. Und deswegen macht es bei vielen dieser Gegner Sinn, weil sie sind, die Karten von denen sind umso stärker, wenn sie gerade auch auf dem Plan sind. Ich glaube, es gab nichts, wo richtig schlimme Dinge passieren, wenn sie nicht auf dem Plan sind. Das Blöde ist, man gibt sich viel Mühe, man kloppt den Gegner vom Feld und als nächstes zieht man wieder eine Karte, wo drauf steht, stelle sie dort und dorthin. Gut, Achtung, jetzt kommen ja die Spoiler-Sachen, was ich ja selber auch nicht sehen wollte am Anfang. Die meisten der Gegner, also alle bis auf ihn, sind im Endkampf kein Kampf, sondern weitere Missionen. Missionen erfüllt man wieder über die Symbole hier und Spieler können auch, wenn sie auf demselben Feld sind, das zusammen erfüllen. Also hier bräuchte man
erstens, wenn man kämpft und Missionen erfüllt, würfelt man. Da kriegt man schon mal, Glück gehabt, einen Treffer dazu. Das heißt, hier wollte ich nur 9. Und zwar in roten und blauen Karten. Das Spiel arbeitet hier mit Symbolik. Das finde ich auch voll geil eigentlich gemacht. Also auch einsteigerfreundlich. Wo haben wir mal welche? Hier. Weil man kann sich diesen ganzen Mist natürlich durchlesen, was man am Anfang nochmal tun muss. Aber grundsätzlich gibt es nur die gelben Karten, die blauen Karten, die lila Karten, die roten Karten, die wiederum im Prinzip wie lila Karten sind. Und was haben wir nicht? Also die fünfte Kartenart sind die Special-Karten, wie man sie auch aus Pandemie kennt. Hier, davon gibt es glaube ich nur 4 oder 6 im ganzen Spiel. So, hier haben wir gesehen, ich brauche Rot und Flugzeug. Ich hätte jetzt hier ein Rot, ein Flugzeug. Das heißt, mit dem Würfel wäre ich jetzt bei einem Wert von 3. Und dieses Spiel arbeitet nicht mit den Karten abgeben, wenn man sie benutzt. Also in manchen Fällen schon, aber grundsätzlich nicht. Sondern mit dem Erschöpfen. Das heißt, man dreht die so, wie das in Kartenspielen üblich ist. Ich manchmal, wenn ich wenig Platz habe, drehe die halt um. Was wieder ein bisschen blöd ist, weil man gerne sehen will, was hat sein Mitspieler auf der Hand. Wie können wir noch was eventuell kombinieren. Ja, wenn man auf eine Zahl von 10 kommt, die man erschöpfen kann. Wenn beide Spieler auf demselben Platz sind, können sie eben auch zusammen das machen. Dann wäre das erfüllt und sie wäre vom Plan und gut ist. Dann habe ich mich am Anfang gefragt, wozu ist eigentlich dieser Anzeiger hier? Ich dachte schon, der ist hier, um die rumzuschieben, aber natürlich nicht. Weil beim nächsten Gegner sieht man hier plötzlich sowas und dann kann man den, finde ich schön gemacht, hier drauf machen. Und wie man sieht, hier muss man 1, 2, 3, 4 Missionen erfüllen, bevor der wieder vom Plan ist. Sie sind nicht ganz so schwierig, aber wenn man gerade die Karten nicht hat, schon. Dann gehen wir mal weiter mit Maul. Maul kriegt hier nämlich immer, jetzt ist so eine erste Regelfrage, hier steht nämlich sobald, ne? Also als normaler Spieler würde ich sagen, da steht sobald, das heißt sofort, wenn das passiert. Aber wie gesagt, die Regel sagt, dieser Erinnerungsstein mit dem Ausrufezeichen, wenn es dann auf dem Spieler ist, kommt auf den Stapel und immer wenn er dran kommt, der Gegner, bevor man irgendwas weiteres macht, prüft man diese Bedingung. Aber ich glaube, das war in richtigen Pandemie auch ähnlich. So, ne, das erreicht die 5 jetzt, ist aber noch nicht dran. Wieder, das heißt, man hat eine Runde Zeit, noch hier was gegen zu machen. Wenn man ihn nämlich vom Plan kloppt, verliert er wieder 3. Es ist halt so ein ewiger Wettlauf. Finde ich cool. Ja, und wenn er auf die Rückseite kommt, dann soll man, glaube ich, laut Regel den hier erstmal da lassen, wo er gerade war. Ist ja egal. Er steht, wo er auch hinkommt und sowas. Dieselbe Bedingung wie vorne. Plus sollte die Macht schon auf 6 sein. Also sprich, man verliert da nicht gleich das Spiel. Wenn hier nochmal ein Ausbruch, wenn ich jetzt mal Ausbruch kommt, wird einfach eine Blockade hingepackt, was ja natürlich eventuell auch nochmal dafür sorgen könnte, dass das hochgeht. Ja, und Showdown, ne, wie man sieht, man braucht eine 7 in roten und lila Angriffskarten sind das im Übrigen, plus den Bedrohungswert, das heißt, wo das hier gerade steht. 5 plus 7 wäre eine 12, das kann man schon nur zu zweit schaffen. Ja, und ihn hier, wie gesagt, fand ich jetzt auch nicht so schwierig. Also das waren meine Problemfälle, die beiden in der Mitte. Er kommt, er bringt die 2 mit. Wie gesagt, die nerven nur, die spielen nicht ihre Stapel auch noch dazu. Finale vorbereitet. Und so, und er ist der Einzige, wo man ihm keine Mission erfüllt, sondern wieder richtige Schlachten gegen ihn schlägt. Den muss man 4-mal besiegen, also 4-mal 5 Schaden zufügen. Dann hat man sofort gewonnen. Das zu denen. Dann kommen wir nochmal zu den Handkarten zurück. Es gilt wie immer, also ist auch wieder schön wie im Pandemie halt, Spielablauf ist hier festgehalten, was man im Zug machen kann, die 1, 2, 4 Aktionen gibt es, die stehen hier auch, die Karten braucht man eigentlich nicht, also am Anfang schon, später nicht mehr. So, dann haben wir diese Karten. Fangen wir mit den einfachen an. Ich habe ja vorhin ein bisschen, na gemeckert nicht, aber gesagt, ich habe es vermisst, die coole Bewegung. Für die halbwegs bessere Bewegung, weil hier hat man sonst immer, man hat 4 Aktionen, ein Schritt, eine Aktion.
verbrate ich dabei noch so eine Flugzeugkarte, ne, nenne ich sie mal einfach, steht ja maximal ein pro Flug, also ich kann nur pro einen Schritt die benutzen, ich kann die nicht addieren, dann hätte ich zwei Schritte statt nur einen. So. So funktioniert hier Bewegung. Dann, jedes Mal, wenn ich Schaden kriege, das sind die Verteidigungskarten, die gelben, kann ich eine erschöpfen und verhindere einen Schaden. Und diese zwei Angriffskarten. Und das ist die kleine Ungenauigkeit oder nicht ganz Klarheit, finde ich, von der Anleitung her. Also es heißt, da ist schon mal klar, wenn ein Spieler macht, man kann nur entweder bei einem Angriff, man muss hier auch unterscheiden, Angriff und Mission. Bei Mission darf man Wildkarten mixen, muss man ja auch. Bei einem Angriff darf man nur entweder lila Karten oder rote benutzen. Und der Mitspieler, sollte er denn helfen wollen und können, muss dann dieselbe Farbe benutzen. Ja, wie funktioniert es denn? Gucken wir doch mal, was gibt es für Möglichkeiten. Aber wir fangen lieber hier an. Gucken wir doch mal, wie das hier so der Spielablauf ist. Erstens, Karten bereit machen. Ich sagte ja schon, man erschöpft hier Karten. Im allerersten Zug im Spiel hat man natürlich keine erschöpften Karten. Dann kommt Aktion ausführen. Das sind dann die vier Aktionen, die man hat. Wie gerade schon gesagt, Flug, Angriff, Verstärkung gibt es noch. Das bedeutet einfach eine Karte nachziehen, um sich zu verstärken, sozusagen. Ja, logischerweise. Oder Missionsversuch. Für Kämpfen und Missionsversuch muss man würfeln. Ist fast ein netter Würfel, hat nur eine Nullseite. Sonst halt Minimum ein Treffer, bis zu drei Treffer. Und das andere Symbol sind auch Treffer, aber für die Spieler. Also Schaden am Spieler. Wie gesagt, kann man da mit so einer gelben Karte, wenn man sie hat. Ja, hier, ne, mit so einer gelben. Kann man mit so einer gelben Karte hier abwenden, wenn man die umdreht. Wenn nicht, wenn Schaden durchgeht, muss man pro Schaden eine Karte abwerfen. Oh, ist halt nicht so geil. Ist aber auch wieder nett, wenn man das nicht kann oder auch nicht erschöpfen kann, dann muss man halt gar nichts machen. Ja, Kämpfen, Missionsversuch. Für den Missionsversuch zählt das Würfelergebnis plus die Symbole, die man hat, dazu. Man kriegt aber, sollte man auch das gewürfelt haben, wieder quasi einen Schaden. Und auch diese Mission macht einen Schaden. Man muss ein bisschen aufpassen. Wenn man Missionen aufdeckt, sollte man sie durchlesen. Erstens wegen der Info, die man eventuell noch zusätzlich dort bekommt. Oder weil es aufgedeckte Effekte gibt. Nämlich jetzt käme auch eine Blockade hierhin. So. So, dann hatte ich ja gesagt, gibt es noch hier diese dritte Kartenart, vierte besser gesagt, glaube ich, die grünen. Ja, da steht auch mal ablegen, das sind also meistens Karten, die man ablegen muss. Das ist dafür keine Aktion. Und häufig kann man, doch, man darf sie eigentlich immer auch im Zug eines anderen Jedi spielen. Ja, hier kann ich zu beliebigen Planeten bewegen, das ist schon cool. Hier darf einer eine Karte ablegen, um drei neue zu ziehen. Grundsätzlich gilt, man darf nichts zwischen Aktionen machen, also immer erst eine Aktion ausführen und dann könnte man auch so eine Karte zwischendurch benutzen, aber nicht mittendrin halt. Ja, Figuren sind natürlich nett, also definitiv ist das ein sehr schönes Pandemiespiel, auch schöner als das Grundspiel. Ich habe nochmal kurz ein Bild gesehen von der Jubiläumsedition, die ist auch ein bisschen netter, schöner und überarbeitet grafisch. Ansonsten, weil das Spiel alt ist, ist Pandemie halt nicht so hübsch. Aber wie gesagt, ich habe 1 und 2 Legacy auch durchgespielt und habe auch vor, irgendwann vielleicht nochmal die 0, was die dritte Version ist, zu spielen. Ja, that's it. Vielleicht noch die Kleinigkeiten. Ne, sollte der schon auf 4 sein, bewegt werden müssen, steigt die Bedrohung. Und das war's dann aber grob. Ne? Nochmal kurz zum Regeln. Deswegen merkt man, dass es, dann kommen wir insgesamt 11 Seiten. Die letzten 2 sind nähere Erklärungen. Da steht auch nochmal, braucht ihr gar nicht lesen vor der ersten Partie. Ich würde schon empfehlen, die Sachen, ne, die man gerade spielt, also die Jedis, die man sich ausgesucht hat, oder die Schurken, das vielleicht doch nochmal durchzulesen vorher. Kann ich schaden oder halt im Spiel mal nachschlagen. Solo-Partie finde ich witzig, dass das aufgeführt ist. Schön finde ich, dass es einen Marker fürs Solo-Spiel gibt, dass man sich merken kann, welcher seiner Spieler gerade dran war. Kann man theoretisch auch im normalen Spiel benutzen, braucht man aber nicht. Warum sie das aber insgesamt extra erklärt haben. Gut, für Leute, es soll ja ein Einsteigerspiel sein. Ja, ist ja so. Solo ist halt wie ein Zweispielerspiel, nur dass du halt zwei Spieler alleine spielst.
Theoretisch könnte man auch die komplette Spieleranzahl dazu nehmen und spielen. Ich war ja noch beim Spielablauf und also wie gesagt, am Anfang macht der Spieler die Karten bereit, die er erschöpft hat. Abgeben muss man Karten nur, wenn man Schaden nicht verhindern kann. Man führt seine vier Aktionen aus, plus jeder Jedi hat eine freie Aktion auf seiner Karte, plus die grünen Karten, die eventuell auch extra Aktionen bringen. Dann werden die Schurken aktiviert, wie gesagt, falls die auf ihrem Bogen sowas haben und der hier gerade auf dem Stapel liegt, prüft man erstmal, ist das so und dann passiert das. Und danach zieht man die Karte und macht, ups, das sind die falschen Karten. Zum Beispiel so eine Schurkenkarte, hier Grievous, besetze sofort einen Planeten, das heißt wiederum, ich ziehe wieder eine von dem Stapel und packe da ein Figürchen drauf und hoffe drauf, dass es nicht schon wieder die vierte theoretisch wäre. Und ziehe eine weitere Karte. Und wenn man das abgehandelt hat, kommt noch das Standardplaneten besetzen. Das heißt, man zieht so viele Karten, wie der Invasionstrack gerade angibt und stellt dort auch überall einen hin. Ja, dann prüft man nochmal, ob man 7 Karten hat. Man darf auch immer, selbst wenn man schon 7 Karten hat, Karten dazu bekommen, muss dann aber sofort ablegen, beziehungsweise man kann dann die grünen Karten einfach ausspielen. Halt wie im Pandemie. Ja, und dann ist der nächste Spieler drin und dasselbe ist wieder. Ne? Also für alle Neulinge, ihr spielt nicht alle Spieler eine Runde und dann kommen die Bösen dran. Nein, die Bösen sind nach jedem Zug eines Spielers dran. Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Und wenn es ganz schlecht war, dann meinetwegen auch den Daumen runter. Aber immer schön dran denken. Erst abonnieren, dann Daumen runter, dann zählt er nämlich doppelt.